Nun, es ist offiziell. Mir sind die Videos ausgegangen. Aber woher kommt das? Nun, einerseits bin ich aktuell gerade in der Prüfungsphase und kann keine anderen Videos aufnehmen. Andererseits kam es vor, dass ich eine Idee für ein Video gehabt habe, es gefilmt habe, aber dann aus irgendeinem Grund nie ein Video entstanden ist. Nun, das hier sind ein paar Beispiele, wo ich schon etwas gefilmt hatte. Eine absolut perfekte Location für ein Oldtimer-Treffen auf einem großen Platz mitten in der Stadt unter den wachsamen Augen unserer schönen Bavaria. Es war ein Riesen-Event mit vielen hundert Autos, Motorrädern und Bulldogs. Der DeLorean Club Deutschland war da mit mehr als einem Dutzend Autos. Ich hatte meine Kamera dabei und wollte alles filmen, aber ich kam gerade von meinem Trip aus der Schweiz zurück, wo ich 4 Museen und den Genfer Autosalon 2019 gefilmt hatte und ich war kaputt. Also entschied ich mich nach einer Stunde, die Kamera auszulassen und einfach die Oldtimer mal zu genießen. Ich sah ein cooles Video des Corridor YouTube-Kanals, den ihr definitiv mal anschauen solltet, wo die Geschwindigkeit vom Schall in verschiedenen Materialien illustriert wurde. Und ich dachte, ich mache meine eigene Version davon. Ich wollte verschiedene Geschwindigkeiten von Fahr- oder Flugzeugen darstellen. Um genau zu sein, 100 km/h und 250 km/h, der Bugatti Chiron 300 Plus, ein Passagierflugzeug, der Thrust SSC, die Concorde, die SR-71 Blackbird und die Bell X-15. Generell eine gute Idee, aber lustlose Aufnahmen und schlechte Schnitte machten das Video extrem langweilig. Ich zeigte dieselbe Aufnahme einer 2 Kilometer gerade in verschiedenen Geschwindigkeiten und es war weder schön zum Anschauen noch zu hören, da ich in den Übergängen immer höhere Töne eines Motorengeräusches spielte. Als das Video fertig war und ich es gesehen habe, entschied ich mich, es nie zu veröffentlichen. In unserem letzten Amerika-Urlaub in Texas und Louisiana hatte ich einige Videos vor. 2 Autotests, Vlogs, Erlebnisberichte und so weiter. Ihr habt davon tatsächlich 2 gesehen. Der Bericht über die Alligatoren in Louisiana mit einer coolen Geschichte über den Ford Model T und ein paar affengeilen V8 Sumpfbooten und die tragische Geschichte hinter den rostigen Klassikern an der Seite der Straße. Zumindest diejenigen, die es gesehen haben. Aber es gab noch 2 weitere aufgenommene Filme, die nie zu Videos wurden. Da wäre unser Besuch beim Texas Motor Speedway. Wir hatten eine Tour über das Infield und die VIP-Zuschauerzimmer mit Überblick über die Strecke. Normalerweise wäre in dieser Tour auch eine Fahrt auf dem eigentlichen Oval, was der Grund ist, wieso ich das Ganze aufnehmen wollte. Aber aufgrund einer Veranstaltung, wo Besucher selber NASCARs fahren konnten, war die Strecke für uns gesperrt. Alles, was wir machen konnten, war die NASCARs anschauen und ein Bild auf der Victory Lane machen. Und das war für ein Video nicht genug. Das zweite Video war über unseren Tag beim Alligatorhechtfischen. Dieser Fisch ist sehr selten, er lebt nur in Texas und ist sehr alt. Es gab ihn schon zu Zeiten der Dinosaurier und das sieht man auch. Das Maul ist mit messerscharfen, spitzen Zähnen bestückt und die Schuppen sind hart wie Knochen und sind eine Art Panzerung für den Fisch. Allerdings ist er auch sehr schwer zu fangen. Er frisst den Köder nicht sofort, sondern schwimmt mit ihm erstmal weg. Du musst ihn also in deinem Boot erstmal für bis zu 20 Minuten verfolgen, bis er in seinem Esszimmer angelangt ist. Wenn er dann mal den Köder geschluckt hat, dann sieht man an. Aber zu diesem Zeitpunkt sind die meisten Fischer zu aufgeregt und hauen zu früh an, sodass der Fisch den Köder ausspuckt. Das ist bei uns ein paar Mal passiert und obwohl wir insgesamt 4 Alligatorhechte gefangen haben, waren es alles Babys. Yeah, you got him lassoed. Look at that. That's funny. You got him good. He ain't going nowhere.
nichts im Vergleich zu dem knapp 2 Meter langen, den ich ein paar Jahre zuvor fang. Wir hatten zwar ein paar sehr schöne Fahraufnahmen, aber ohne einen erwachsenen, großen Alligatorhecht lohnte sich das Video einfach nicht. Am 4. Juli, dem Tag der riesigen Biker-Demo in ganz Deutschland, fand auch wieder Wilson Weißwurst statt, ein Oldtimer-Treffen auf dem Gelände der BMW Classic. Hier kann man sich bei Weißwurst, Breze und Bier mit jedem über alte Autos, größtenteils BMW, unterhalten. Und wenn man fertig ist, kann man die heiligen Hallen der BMW Classic besuchen, wo die coolsten BMWs ihrer Geschichte stehen. Hier sind unter anderem die Wagen, die bei einer BMW Museum Sonderausstellung präsentiert werden. Unter anderem die Reihe einzigartiger alter BMW Konzeptfahrzeuge. Leider war es dieses Mal anders. Aufgrund von Covid durften nur 40 Fahrzeuge und insgesamt 100 Menschen auf dem Gelände sein, und weil es die einzige Oldtimer-Veranstaltung in ganz Süddeutschland war, die stattfand, war alles schon voll und ungefähr 50 Oldtimer kreisten um das Areal, um einen Platz zu kriegen, wenn einer rausfährt. Uns wurde das zu blöd und so sind wir nach 20 Minuten wieder gefahren. Natürlich ist es schade, aber viele der Autos, vor allem in den heiligen Hallen, waren schon in vorherigen Videos zu sehen. Außerdem habe ich viele Aufnahmen vom Alpina B8, den wir extra gewaschen haben. Vielleicht mache ich aus den Aufnahmen noch was. Das waren die geplanten Videos, aber dann gibt es noch die ganzen Aufnahmen von irgendwelchen Events, bei denen ich war. Nürburgring Touristenfahrten. Mehrfach. Retro Classics, Maxl Rhein, Oldtimer Grand Prix, Oldtimer-Tage Fürstenfeld. Für all diese Events habe ich Aufnahmen, mit denen ich ein eigenes Video machen könnte, aber ich weiß einfach nicht, wie ich sie umsetzen soll. Wenn ihr eine Idee habt, dann schreibt sie doch in die Kommentare. Und dann gibt es noch Videoideen, welche theoretisch angefangen wurden, aber nie etwas dazu gefilmt wurde und so weiter. Es braucht viele Schritte, bis ein Video fertig ist, und es muss einige Anforderungen erfüllen, bevor ich es veröffentliche. Und deswegen habe ich aktuell kein Video für euch. Sorry.